Unsere weiteren Gäste sind zwei Weltmeister, die heute gegeneinander gespielt haben, das letzte Punktspiel bestritten haben im Hallenhandball. Und da fallen Ihnen natürlich sofort, meine Damen und Herren, zwei Namen ein, nämlich Heiner Brandt und Kurt Klüspies. Aber im Moment stehen sie noch gemeinsam unter der Dusche. Ich hoffe, wir können sie so in einer Dreiviertelstunde hier begrüßen. Großwaldstadt zum fünften Mal deutscher Meister, das waren die längsten 3 Minuten, sagte Harald Clausen. Und die kürzeste Fahrt, die Kurt Klüspies je hierher gemacht hat, die fand heute Abend statt. Da ist er nämlich, zusammen mit Heiner Brandt. Herzlich willkommen. Mein lieber Mann, so viel Spannung auf einem Schlag. Haben Sie eigentlich gewusst, zwischendurch die Spieler, wie das in München steht? Ich habe also die letzten 3-4 Minuten habe ich ab und zu mal raus, wie wir mit 3-4 Toren geführt haben, bin ich ab und zu mal rechts raus, da war einer vom Rundfunk gesessen, den habe ich ab mal gefragt, sag mal, wie steht's? Und da hat er gesagt, unentschieden und so. Mhm. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir noch ein bisschen was machen, dass wir wenigstens unser Spiel selber und dann eben diese 3 Minuten zum Warten. Mhm. Anna Brandt, da gibt es natürlich kein Pardon, obwohl Sie beide sich sehr gut, sind Sie befreundet? Ja. Sie kennen sich sehr gut und sehr lange. Da gibt es natürlich kein Pardon in einem solchen Spiel, auch wenn Gummersbach nicht mehr deutscher Meister werden konnte. Nein, wir hatten natürlich noch die Chance, uns für den IAF-Pokal zu qualifizieren. Ganz geringe, in dem Fall, ja. Hm. Falls Essen gewinnen sollte und wir heute in Großwaldstadt gewinnen sollten, dann wären wir noch Dritter geworden und hätten uns dann noch für den IAF-Pokal qualifizieren können. Mhm. Und deswegen haben wir schon versucht, auf Sieg zu spielen, aber es hat nicht gereicht. Ein Klassenspiel oder mehr Kampf? Also ich würde sagen, der Kampf, ich meine, da ging es ihm so viel heute und das da nicht da, das Superspiel dabei rauskommen kann, das war ganz klar. Letztendlich sind wir aber glücklich, dass es so ausgegangen ist. Hier sitzen 14 deutsche Meisterschaften im Verein, 5-mal Großwaldstadt, 9-mal Gummersbach. Wie oft waren Sie dabei, Heiner Brandt? 6-mal. 6-mal, also 11 in persona hier vertreten. Und nun wollen Sie aufhören. War das für Sie beide wirklich jeweils das letzte Bundesligaspiel, Heiner Brandt? Ja, für mich auf jeden Fall. Für mich auch, ganz sicher, ja. Und keine Tränen in den Augen? Nee, ich meine, ich bedauere die Zeit nicht. Ich habe wirklich sehr schöne Erlebnisse gehabt, aber ich bin froh, dass jetzt alles vorbei ist. Man muss ein bisschen an die Gesundheit denken und an die Familie und 14 Jahre lang. 14 Jahre Hallenhandball. Die Gesundheit ist der erste Grund, den Sie nennen, die Familie. Wo fehlt es Ihnen gesundheitlich? Ja, fehlt uns eigentlich nicht, nur die Knochen sind kaputt, das ist ganz klar. Die Verschleißerscheinung von 14 Jahren in der Halle, der Hallenboden, das geht alles auf die Sprunggelenke und ich meine, das geht bei 60 Minuten in der Halle, da quält man sich, motiviert sich. Und ich habe gesagt, ich will die Runde nochmal mitmachen und ich habe ein Ziel, ich will nochmal zum Abschluss deutscher Meister. Es hat zum Glück geklappt. Und da tut man auch manchmal so Schmerzen wegstecken. Aber wenn man dann sonntags morgens so die Treppe runtergeht und man kommt sich vor wie ein alter Mann und dann wird es doch Zeit, dass man aufhört. Heiner Brandt, würden Sie das gleiche Klagelied anstimmen, was die Gesundheit angeht, oder sind Sie davon verschont worden? Verschont worden bin ich sicherlich nicht davon, nur ich habe noch nicht so große Probleme gehabt wie der Kurt. Der Kurt hat einige Operationen hinter sich, ich habe bisher Glück gehabt, aber diese Wehwehchen kenne ich auch. Wenn ich also morgens früh aufstehe, dauert es eine gewisse Zeit, bis ich mich richtig bewegen kann, oder wenn ich mal was tragen muss, habe ich direkt Rückenbeschwerden und so. Also es bleibt auch irgendwo in den Knochen stecken. Also 3 Invaliden auf der Bank hier. Oh, ganz schön. Ganz schön. Sie stellen einen Typ Hallenhandballspieler da. Übrigens, Sie waren ja auch im Großfeld nochmal Meister, ne? Ja, ich wollte sagen, ich war auch 6-mal deutscher Meister. Im Großfeld war ich auch noch. Das haben wir ja völlig vergessen inzwischen, dass es auch schon mal gab. Ja. Mhm. Weltmeister waren Sie zusammen 1978. Zum Olympiasieg hat es nicht gereicht, zu einer Medaille auch nicht. Bestes Ergebnis, wenn ich das richtig im Kopf habe, 76. Vierter Platz. Vierter Platz gegen Polen damals. In der Verlängerung haben wir verloren. In der Verlängerung ganz unglücklich. Und 80 war nichts, ne? Leider Gottes, haben auch die Handballer drunter gelitten. Mhm. Und dann beide eigentlich sehr energisch zurückgetreten aus der Nationalmannschaft. Was sagt denn Heiner Brandt zur Situation der Nationalmannschaft? Ja, ich meine, ich war ja an diesem Abstieg noch unmittelbar mit beteiligt im vorigen Jahr. Ich habe mich ja nochmal reaktivieren lassen. Ja, ich habe mich nochmal reaktivieren lassen, bei der B-Weltmeisterschaft nochmal teilgenommen und habe da den unglücklichen 3. Platz mit errungen, wodurch wir uns nicht für Los Angeles qualifiziert haben. Und ich glaube, jetzt gerade in diesem Jahr, wo doch einige Leistungsträger in den Vereinen abtreten, wir beiden sind nicht die Einzigen, der Walter Dohn in Berlin hört auf, der Arno Ehret will kürzer treten, jetzt kommt doch eine Phase des Umbruchs im deutschen Handball.
Und jetzt sind eben diese jungen Talente, die sicherlich da sind. Wir haben also im deutschen Handball sehr viele gute Talente, aber die sind jetzt eben gefordert, etwas zu bringen. Und man muss abwarten, wie sie sich weiterentwickeln. Der Umbruch findet auch an anderer Stelle statt. Sie gehören zu der Generation, die bodenständig geblieben ist. Heiner Brandt ist nie von Gummersbach weggegangen, Kurt Klüspies nie von Großwallstadt. Nicht aus der kleinstädtischen Idylle in die Großstadt, die inzwischen aber auch im Kommen ist im Hallenhandball oder wieder im Kommen ist. Sind da nie Angebote an Sie herangetragen worden oder hängen Sie so an Ihren Gemeinden? Sie waren zu der Zeit bestimmt nicht so finanziell interessant, wie Sie heute da sind. Das also mit Erhard Wunderlich nicht zu vergleichen? Ja gut, so groß muss ich ja gar nicht sein. Ich meine, wir sind auch ein bisschen bescheidener. Aber zu der Situation, sagen wir mal, wie wir groß waren, beide groß waren, sind in den Vereinen, da war zwar Angebote da, aber nicht in den Dimensionen, wie sie heute auf dem Markt manchmal auch verkehrt rumschwimmen. Und letztendlich hat sich, glaube ich, jetzt von mir aus sagen zu können, ich weiß nicht, wie da einer dazu steht, gezeigt, dass sich das gelohnt hat, da zu bleiben. Ich meine, man muss nicht immer nur auf die letzte Mark gucken und alles ausreizen, sondern da gehört das Umfeld mit dazu, da gehört das Private mit dazu und auch der Verein an sich. Und ich bin der Meinung, ich habe eine glückliche Hand gehabt. Ich bin zufrieden, dass ich in Großwallstadt geblieben bin. Wie steht der Heiner dazu? Ja, ich glaube, mir geht es ähnlich wie dem Kurt. Sicherlich waren bestimmt einige interessante Angebote da, zwar nicht in dem Rahmen, wie sie heute geboten werden. Aber ich meine, da hätte doch einiges mehr kommen müssen. Vielleicht schon so ein Angebot wie bei dem Erhard Wunderlich, wo man hätte anfangen können zu überlegen. Der ist aber auch wieder da. Ja gut, da muss irgendwas auch nicht gestimmt haben. Was nicht gestimmt hat, weiß ich nicht. Aber ich meine, das wären natürlich Größen gewesen, wo man hätte überlegen müssen. Aber sonst war es eben nicht so interessant, um so viel aufzugeben. Sie haben beide einen ordentlichen Beruf. Haben Sie den auch nebenher ausgeübt, Kurt? Ja, selbstverständlich. Ich gehe jeden Montag um 7 Uhr morgens auf die Arbeit bis mittags um 4 Uhr. Von Montags bis Freitags, will ich dazu sagen. Und abends haben wir 4-mal in der Woche Training. Wenn natürlich mal unter der Woche ein Europapokalspiel ist oder Meisterschaftsspiel, ist selbstverständlich, dass ich da frei kriege. Aber ich bin so in der Einstellung, dass ich nach dem Handball auch noch ein Leben weiter habe. Und ich habe beruflich mich da ein bisschen reingekniet und ich bin eigentlich damit auch zufrieden. Heiner Brandt. Es gibt heute Beifall am laufenden Band. Ist aber auch kein Wunder, wenn zwei... Ja? Es ist bei uns eben nicht so, dass wir einen Beruf neben dem Handball ausgeübt haben, sondern es ist umgekehrt. Sie sind selbstständig, glaube ich? Ja, ich bin selbstständiger Versicherungsvertreter in Gummersbach. Und ich bin auch von morgens 8 bis kurz vor Trainingsbeginn, also kurz vor 6 Uhr in meinem Büro oder im Außendienst tätig. Und dann gehen wir zum Training von 6 bis 8. Dann kommen manchmal noch Mannschaftsbesprechungen, Videoaufnahmen des Gegners und dann ist der Tag schon einigermaßen verplant. Wer wird denn Ihre Stellen einnehmen bei Ihren Mannschaften? Großwallstadt haben wir eben gehört. Hofft auf Zuwachs aus Göppingen. Ist das schon das hofft sie, ja. Das hoffen sie in Großwallstadt. Es sind auch Gespräche geführt worden, aber jetzt heute war wieder eine Zeitungsmeldung aus Göppingen, dass er doch bleibt. Man muss das erstmal abwarten, was mit Göppingen überhaupt passiert in der Bundesliga. Großwallstadt muss nicht unbedingt einen Topmann genau auf der Position haben, sondern es wird versuchen mit anderen Spielern auch. Das gibt nicht, dass der Kurt Klüspies jetzt ersetzt werden muss und genau dasselbe Schema, sondern es geht weiter mit anderen Leuten und das System wird eben einfach ein bisschen geändert. Dann werden wir versuchen in Großwallstadt. Gibt es in Gummersbach einen vierten der Familie Brandt? Nee, sieht also im Augenblick nicht so aus. Meine Brüder und ich, wir haben zwar alle Nachwuchs, aber ist keiner so interessiert am Handball bisher. Was machen die? Sie betätigen sich relativ wenig sportlich, laufen ein bisschen Ski, aber es sieht nicht so aus, als wenn noch einer aus der Brandt-Familie nachrücken würde. Er ist nämlich der Dritte, der Jüngste in einer großen Handballdynastie in Gummersbach. Aber Schwierigkeiten mit den Knochen werden die dann nicht haben, ne? Ja, das ist der Vorteil. Wie sieht das bei Ihnen aus? Nee, wir haben jetzt von der Planung her so lange Bundesliga gehabt. Jetzt hören wir auf und dann sehen wir mal weiter mit dem Nachwuchs. Es war aber nicht das letzte Handballspiel. Sie sind beide noch im Pokal. Gibt es da die Möglichkeit, dass Sie aufeinandertreffen? Ja, wenn Gummersbach du es im Essen schlägt. Ich will jetzt nicht die Kieler reizen, weil wir ein Heimspiel gegen Kiel haben. Ich setze mal voraus, dass wir das vielleicht packen. Und dann könnte es theoretisch noch möglich sein, dass wir zusammenkommen im Pokal. Herr Brandt, wenn Sie sich an Ihr schönstes Erlebnis erinnern, fällt Ihnen da gleich ein ganz bestimmtes ein, während dieser langen Zeit Handball spielen? Ja, das Schönste kann ich jetzt nicht sagen, aber das Beeindruckendste war auf jeden Fall der Gewinn der Weltmeisterschaft. Kurt Klüspies ist das Gleiche? Ich habe die Videoaufzeichnung neulich nochmal angeguckt und die letzten 2 Minuten nach dem Spiel, das war eigentlich das Schönste an der ganzen Weltmeisterschaft, wie wir da noch
ich glaube, 3 oder 4 Minuten gehüpft sind in der Halle, wenn man das im Nachhinein mal überlegt, das war schon Wahnsinn. Ja, Sie sind ja nicht nur 5-mal Deutscher, oder 6-mal Deutscher Meister geworden, Sie waren auch 2-mal Europapokalsieger, haben in dem einen Jahr alles gewonnen, was es überhaupt gibt. Gummersbach auch. Auch. Also 2 Mannschaften, die auch international ganz oben anzusiedeln sind und dort hoffentlich noch einige Zeit bleiben werden. Wie sieht es denn mit Gummersbach aus für die nächste Saison? In diesem Jahr war es ja noch nicht ganz so doll. Ja gut, wir hatten auch in diesem Jahr von Anfang an einige Abstriche gemacht, weil uns unser Trainer verlassen hatte und er wunderlich weggegangen ist und wir uns nur durch einen Nachwuchsspieler, den Rüdiger Neitze, verstärkt haben. Wie es im nächsten Jahr weitergeht, weiß ich nicht. Wir haben jetzt bisher den dänischen Nationalspieler Rasmussen verpflichtet. Ob noch andere Neuzugänge hinzukommen, weiß ich nicht. Aber es wird schon irgendwie weitergehen. Ist bisher immer wieder geschafft worden. Ja, beide Vereine sind immer wieder nach oben gekommen, wenn es mal einen kleinen Abstich gegeben hat, um 1 oder 2 Plätze. Meine Herren, ich nehme an, das erste Bier haben Sie längst getrunken, wie ich Handballspieler kenne. Noch zu wenig. Ich möchte noch was an dieser Stelle sagen. Ich möchte vom TV Groß Wallstadt aus den Kollegen nach Schwabing von unserem Sponsor Alten Münster 5 Hektoliter Bier übers Fernsehen überweisen für das gute Spiel, was sie heute gemacht haben für uns. Für die Hohenstein. Feiern Sie zusammen? Fahren Sie jetzt mit zurück wieder mit ihm? Nein. Soweit geht die Gemeinschaft nicht? Wir haben morgen wieder einen schweren Tag für uns. Wir spielen morgen in Berlin Handball. Der Walter Dohn verabschiedet sich morgen in Berlin. Mhm. Und da sind wir beide eingeladen. Das heißt, morgen früh um 10 gehen Maschinen, glaube ich, ungefähr. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die nächsten 2x32 Jahre. Ja, das ist auch erreichbar, ne? Auch als Handballspieler. Ja. Mein wegen der Knochen. Gute Rollstuhl. Und zunächst Ihnen viel Spaß heute Abend noch in Großwallstadt. Gibt es ein Riesenfest, nehme ich an, ne? Ach ja, wir sind bekannt dafür, dass wir gut feiern und heute Abend, glaube ich, bestimmt. Ja. Und Herr Brandt, Ihnen auch alles Gute. Sie werden im Handball sicherlich in irgendeiner Weise erhalten bleiben in Gummersbach. Kurt Klüspies will Co-Trainer werden, habe ich gehört. Ja. Richtig? Ja. Und vielleicht auch Trainer. Das auf längere Bank sehen, ja, bestimmt ja. Aber im nächsten Jahr werde ich mit dem Karl-Heinz Bergstresser versuchen, das ein bisschen zu machen. Aber nicht mehr in der vollen Anzahl 4-mal die Woche, sondern nur 2-mal die Woche. Ein bisschen langsamer soll es dann auch gehen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Danke.